Grüß Gott, Herr Schmidt. Die sogenannte belebende Ganz- oder Teilkörperwaschung dient zur Anregung des Kreislaufs und des Körpers. Sie wird vor allem bei bewusstlosen, somnolenten, depressiven oder auch antriebsgeminderten Patienten durchgeführt. Eine belebende Körperwaschung kann ärztlich angeordnet werden. Entscheidend ist bei der belebenden Körperwaschung, dass immer gegen die Haarwuchsrichtung gearbeitet wird. Nicht immer muss die belebende Körperwaschung komplett durchgeführt werden. Ein belebender Effekt wird auch mit einer Teilwäsche oder einer Einreibung erreicht. Für die belebende Körperwaschung müssen folgende Materialien vorbereitet werden: Eine Waschschüssel mit Wasser, ein fester Waschhandschuh, eventuell ein Waschzusatz und ein raues Handtuch. Der Pflegende informiert den Patienten und bringt das Bett in die richtige Arbeitshöhe. Er schließt die Fenster und sorgt für eine angenehme Raumtemperatur. Besucher werden aus dem Zimmer geschickt. Die Intimsphäre des Patienten ist zu beachten. Eventuell muss für einen Sichtschutz gesorgt werden. Der Pflegende führt eine Händedesinfektion nach dem Hygieneplan durch. Die Wassertemperatur soll bei einer belebenden Waschung ca. 10 Grad Celsius unter der Körpertemperatur des Patienten liegen. Es können die üblichen Waschzusätze verwendet werden. Die belebende Teilkörperwaschung beginnt am Körperstamm. Eventuelle Lagerungshilfsmittel werden entfernt. Der Pflegende legt ein Handtuch über die Hose des Patienten. Der Waschhandschuh soll tropfnass sein. Die Waschrichtung erfolgt immer in langen Zügen gegen die Haarwuchsrichtung. Die Körperformen werden dabei mit einbezogen. Lange Züge und mehrmalige Wiederholungen fördern die Körperwahrnehmung und Belebung. Es sollen keine Strichbewegungen durchgeführt werden und ein Absetzen der Waschbewegung ist zu vermeiden. Bei einer belebenden Waschung nimmt sich der Pflegende Zeit. Der Patient erhält die Möglichkeit, den Hautreiz nachzuspüren. Der Pflegende erkundigt sich während der belebenden Teilkörperwaschung nach dem Befinden des Patienten. Der Patient darf nicht frieren. Der Patient wird anschließend sorgfältig abgetrocknet. Ein relativ raues Handtuch sorgt für einen gewissen Massageeffekt. Es folgen die Arme. Der Pflegende hat das Handtuch unter den Arm gelegt. Die Waschrichtung erfolgt auch hier in langen Zügen gegen die Haarwuchsrichtung. Tut's Ihnen gut? Ja. Sie neigen sich jetzt richtig, ne? Der Pflegende trocknet den Arm ab. Es ist hier schön zu beobachten, dass der Patient im Laufe der belebenden Teilkörperwaschung wacher und aktiver geworden ist. Die belebende Teilkörperwaschung ist beendet. Der Pflegende unterstützt den Patienten beim Anziehen. Der Patient wird anschließend bequem gelagert und darf sich ausruhen. Die Rufanlage muss sich in seiner Reichweite befinden. Der Pflegende räumt den Arbeitsplatz auf und dokumentiert die Pflegemaßnahme im Pflegebericht.